Bruno Gröning sagt, Gott ist der größte Arzt aller Menschen. Aber er wusste auch, dass wir aus der Verbindung mit Gott herausgefallen waren. Und er hat uns wieder mit Gott verbunden. Und über diese Verbindung, über diese geistige Verbindung, das ist jetzt nicht, dass wir mit dem Kabel rumlaufen, sondern über diese geistige Verbindung, bekommen wir all das, was Gott für uns als seine Kinder bereithält. Für viele Menschen, die in so einen Vortrag gegangen sind wie Sie, wurde ein solcher Vortrag zum Wendepunkt in Ihrem Leben, zum Positiven. Der Freundeskreis hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses Wissen, was Bruno Gröning damals den Menschen durch seine Lehre weitergegeben hat und was nachweislich schon tausenden Menschen geholfen hat, den Menschen zugänglich zu machen, die auf der Suche sind, die Hilfe suchen, die Heilung suchen. Wer war dieser Bruno Gröning? Das Interessante war, dass Bruno Gröning nur durch den Blick, durch sein Wort, durch sein Berühren Heilungen vollziehen konnte. Zu seinen Wirkstätten sind damals bis zu 30.000 Menschen in Süddeutschland geströmt, die nichts anderes wollten, als nur Heilung erleben. Er sprach vor allem über diese göttliche Kraft, die er auch Heilstrom nannte und die jeder einzelne Mensch in sich aufnehmen kann. Und erklärte die Menschen auf, dass dieser Heilstrom im Körper Heilung bewirken kann. Er hat all sein Wissen in einer Lehre zusammengefasst, mit dem sich die Bruno-Gröning-Freunde weltweit beschäftigen und damit unglaubliche Erfolge erzielen. Da krug prijatelja Brune Gröninga saznao sam preko svoje sadašnje životne saputnice koju sam upoznao i ona me upoznala sa učenjem Brune Gröninga. Što je moj život promijenilo totalno. U jesen 2000. godine sam poslije infekcije dišnih putova dobio jake bolove u grudima koji su se širili u obje ruke. 2001. godine sam u roku od mjesec dana imao dva teška infarkta gdje su me iz bolnice u Zenici prebacili u Tuzlu. Tu mi je ugrađen stent. I konstatovano je da bolujem od angine pectoris. Za anginu pectoris znamo da je neiscjeljiva bolest medicinski, međutim ja sam dobio iscjeljenje, ja nemam te probleme. Angina pectoris u prevodu znači bol srčanog mišića, mene nikad više ništa ne boli, već ima 5 godina, ali imao sam 4 infarkta, to sam sve imao i to je sve prošlo, to je sve iza mene. Wir brauchen nicht in die Ferne schweifen bei der Lehre Bruno Grönings, sondern wir können uns jederzeit an jedem Ort, zu Hause oder mit Freunden, auf diese Kraft einstellen und sind direkt mit Gott verbunden. In unserem großen Archiv haben wir mittlerweile über 15.000 dokumentierte Hilfen und Heilungen, die auf geistigem Weg geschehen sind. Wir zeichnen und dokumentieren diese Heilungen auf. Wir lassen sie von Ärzten überprüfen, checken und auch dokumentieren, sodass wirklich nachgewiesen ist, ist das eine Heilung auf geistigem Weg oder ist es etwas, was auch von selber verschwunden wäre. Der Bruno Gröning Freundeskreis ist ja weltweit einer der größten Vereinigungen für Heilung auf geistigem Wege. Und wenn man auf einem Kongress wie auf diesem hier ist, in Zagreb, dann sieht man, wie viele Menschen auf der Suche sind. Alles Menschen, die Hilfe und Heilung suchen. Und Bruno Gröning hatte eben auch eine Menge Antworten auf all diese Fragen. Und deswegen empfinde ich gerade diese Lehre absolut zeitgemäß und bringt uns mit diesen Antworten wunderbar durch diese Zeit.
događaj jasno pokazuje da postoji medicina. Da postoji, ne postoji alternativna medicina, ne postoji konvencionalna medicina, postoji medicina. Ovakav broj ljudi jasno govori o svom opredjeljenju. Budite uporni, budite hrabri, budite smireni, vjerujte, radite ono što vam srce nalaže da i što osjećate. Dakle, pred nama je još mnogo učenja, pred nama je još mnogo potrebe za znanjem. Ja sam neurokirurg, ali sam vrlo otvoren, da tako kažem, za taj jedan nevidljivi svijet. Svijet je čudesan, život je čudesan. Želim vam uspješan rad, želim vam da se ugodno osjećate u našem gradu. Hvala vam. Durch diese Lehre Bruno Grönings werden wir in die Lage versetzt, diesen göttlichen Heilstrom in uns aufzunehmen. Und dieser Heilstrom ist so intelligent, der kennt die Probleme von uns, der weiß das. Und er hat nur ein Bestreben, alles wieder zu harmonisieren. Und wenn ich jetzt so viele Menschen vor mir sehe und sie sitzen da und nehmen diese Kraft auf und signalisieren im Anschluss auch, dass sie was gespürt haben, dann ist es für mich etwas ganz, ganz Besonderes, weil damit bei diesen Menschen ein Lichtlein und damit Hoffnung und der Glaube angezündet worden ist, dass sie auch in ihrem Leben Erfolg haben können. Dass diese Schmerzen, die sie seit 10, 20, 30 Jahren haben müssen, dass sie das nicht bis zu ihrem Lebensende haben müssen, sondern dass für jeden Einzelnen auch da Erfolg wartet. Und das ist das Schöne, den Menschen dann sagen zu können, bei euch in der Stadt gibt es bereits eine Gemeinschaft. Dort könnt ihr hingehen, dort könnt ihr regelmäßig diese Kraft aufnehmen und könnt dann auch eines Tages hier stehen und berichten, wie ihr Hilfe und Heilung erlebt habt. Und das ist natürlich ein wunderschönes Gefühl.